Hi! Heute gibt's Tipps fürs Leben. Es geht um den Schwerpunkt beim Sprechen, um magische Vokale und um ein Ä, das absolut keins ist. Wer es meistert, klingt total englisch und wer nicht, ja, der kriegt trotzdem Kekse und ein Sixpack. Ich bin Erle und ihr schaut Crashkurs Aussprache. Der Titel des heutigen Videos lautet Sad Cat Come und es geht um den Laut, der in allen drei Wörtern vorkommt. Das ist der ungerundete, fast offene Vorderzungenvokal oder einfach man klingt grenzdebil, wenn man ihn außerhalb eines Wortes ausspricht, aber er gilt als einer der schwierigsten Laute für deutsche Muttersprachler. WTF, dachte ich mir, als ich das das erste Mal gesehen habe, weil wir haben das A, wir haben das E, wir haben auch so eine Vermischung aus A und E. Wie kann es sein, dass dieser Laut uns jetzt so unglaublich schwer fällt? Vor allem, weil er auch in Wörtern vorkommt, die wir eigentlich schon seit der ersten Englischlektion aus dem FF kennen. Also cut, dad, mat, hat, camera. Tatsächlich ist das A magisch. Kein Scherz. Ich habe mich früher immer gefragt, wie es Leute schaffen, in einem einzigen Satz so unglaublich englisch zu klingen. Beziehungsweise schon in einem einzigen Wort mit vielleicht nur drei Buchstaben, wie zum Beispiel cat. Ich stand da immer und sagte Cat, aber Cat, Cat, Cat. Das hat einfach nicht so ganz funktioniert. Wenn ihr mir bis zum Ende dieses Videos folgt, und das wird vielleicht ein bisschen länger, kriegt auch hier ein Sternchen in Aussprachemagie. Bis dahin haltet mir die Treue, es wird ein bisschen kompliziert. Der ungerundete, fast offene Vorderzungenvokal ist natürlich, wie kann es auch anders sein, kein Laut, der so im Deutschen normalerweise vorkommt. Das Lautsymbol setzt sich zusammen aus A und E. Und das ist schon mal ein gutes Anzeichen dafür, wo der Laut zu finden ist, nämlich in der Ecke von A und E. Und während diese beiden Laute relativ gerade aus dem Mund rausgleiten, beziehungsweise sich sehr weit hinten im Mundraum bilden, ist das A ein Laut, der mittig im Mund gebildet wird. Und wie komme ich jetzt von A und E in die Mitte des Mundes? Ich nenn es jetzt einfach mal mit Hilfe einer Kippschaukel, während zum Beispiel das E ganz gerade durch den Mund so E gleitet, kann man sich das Ganze so ein bisschen vorstellen, als würde man das jetzt kippen, hinten im Kehlkopf zumachen, die Zunge hinten hoch, vorne ein bisschen runter, Lippen ein bisschen weiter auf und dann sind wir schon in der Mitte des Mundraumes beim A. Man könnte auch sagen, der Laut wird gebildet mit einer deutlichen Enge im Pharynxraum und stärkerer Spannung der Kehlkopf- und Zungenmuskulatur. Ich nenne es Kippschaukel. Mehl, mal, mal. Kennen, Kamera, Kamera. Das gleiche gilt natürlich auch für den Laut im amerikanischen Englisch, also don't flatter yourself. Flatter oder Catamaran ist auch ein sehr schönes Wort in der Ecke. Zu dem Problempunkt, ich höre keinen Unterschied. Ich höre einen Unterschied, ich kann es aber nicht reproduzieren. Oder warum ist dieser Laut so schwer? Warum, warum? Ich mag die englische Aussprache nicht. Lass mich in Ruhe, lass mich, lass mich. Ich höre das Problem und ich sehe zwei Gründe dafür, dass es so ist, wie es ist. Punkt Nummer eins. Der Laut wird meistens ganz am Anfang eingeführt, zusammen mit den allerersten Wörtern, die man lernt. Und dann ist es natürlich ganz einfach zu sagen, während die Klasse noch da sitzt und das TH ausspuckt. Ja, das ist das deutsche Ä, verwendet einfach das deutsche Ä, Dad ist okay, Cat auch. Man ist ja schon froh, wenn die Kinder überhaupt Vokabel lernen, ne? Beißt uns dann später ein bisschen in den Hintern. Tatsächlich klingt der Laut aber ein bisschen anders. Also Fähre, Bär, Mädchen, Käse im Vergleich zu Fan, Ban, Mat, Kat, Hat. Ist doch ein deutlicher Unterschied. Ja, Moment, mag sich jetzt der eine oder andere zu Wort melden. Du hast das Ä total übertrieben ausgesprochen. Es klingt bestimmt total gleich, wenn du es richtig aussprichst. Punkt Nummer zwei. Das deutsche Ä gleicht sich immer mehr dem deutschen E an. Also realistisch würde ich jetzt auch sagen, Mädchen, Bären, Käse. Klar, je nach Dialekt gibt es da wieder Unterschiede. Aber bei uns im Deutschen geht die Distinktion zwischen Ä und E allmählich verloren. Entsprechend sind beide Laute ziemlich geschlossen in der Aussprache, während das A ein relativ weiter Laut ist. Und mit dieser cleveren Überleitung sind wir bei Schwerpunkten angelangt. Genauer gesagt bei Schwerpunkten in der Aussprache. Und ich meine das wirklich wortwörtlich. Also wie der Körper einen Schwerpunkt hat, je nachdem hat auch die Aussprache einen gewissen Schwerpunkt. Und der liegt im Englischen tiefer als im Deutschen. Das klingt jetzt erstmal relativ komisch, aber
Englische Vokale sind einfach deutlich offener als deutsche Vokale. Es hat noch ein paar andere Punkte, aber das ist eigentlich so der wichtige Teil. Its center of gravity is lower. Probe aufs Exempel, es fängt schon mal beim E an. Das englische E und das deutsche E unterscheiden sich. Hätten wir das alle gedacht? Natürlich hätten wir das gedacht, weil nichts so einfach ist im Leben, wie wir das gerne hätten. Im Deutschen sagen wir Keks fest 11, während wir im Englischen sagen Pen left guess. Keks guess. Keks guess. Das englische E bildet sich, indem man die Zunge hinten hochnimmt, vorne runter, Lippen auf, Kehlkopf zu. Kippschaukel. So kommen wir von Keks zu Men. Und wenn wir diese Schaukel jetzt vorne noch ein kleines Stückchen absenken und der Laut noch ein bisschen weiter runter und nach vorne rutscht, dann kommen wir von Keks zu Men zu Man. Keks, Men, Man. Bart, Man. Ha. Wer das Ganze üben möchte, kann sich gerne damit vergnügen. Ein Keks, two men, one man. Ein Keks, two men, one man. Wir merken uns, Männer sind keine Kekse. Man kann beide anknabbern, aber man sollte es nicht übertreiben. Schenkelklopfer. Wem ich mit diesem Satz jetzt gründlich den Appetit verdorben habe, der möge doch bitte andere Wörter nehmen. Die deutsche Elf, our neighbor is an ex-murderer oder our neighbor is an ex-murderer. Elf, ex-murderer, ex-murderer. Bisschen blutrünstiger, aber genauso in Ordnung. Mir persönlich hat sich das A erst so richtig erschlossen, als ich es halbwegs erfolgreich von allen anderen Lauten in der näheren und weiteren Umgebung abgegrenzt habe. Deswegen habe ich für euch einen praktischen Sixpack geschnürt, natürlich aus Traubensaft, drink responsibly. Der erste Laut, der das Ach nicht ist, ist das deutsche A wie in Mal, Mal, Mal. In der zweiten Flasche findet sich das deutsche E, mein Bett, my bet, my bat. Natürlich vergessen wir auch das deutsche Ä nicht. Bären oder Bären oder Bären ist immer noch nicht Batman. Das englische E in Flasche 4 haben wir ja quasi jetzt schon durchexerziert. I lost a bet, I lost a bat. Das englische O wie in cut. I hurt my uncle with a machete. I hurt my ankle with a machete. Allein schon die englischen Laute machen unter sich einen krassen Bedeutungsunterschied aus. Butter, better, butter. Ham, hem, hum. Pack, peck, pack. Das sind jetzt alles drei Kurzvokale, aber wenn wir nochmal schnell in die Feinjustierung einsteigen, à la Pimp My Accent, dann ist das A ein halblanger Kurzvokal. Siehe hem, hum, ham. Peck, puck, pack. Und in einer Top-Überleitung fragen wir, ist es damit ein langer Vokal? Und ich sage nein, das wäre Park oder Harm. Auch den gibt's natürlich und der versteckt sich in Flasche Nummer 6. Und damit holen wir nochmal die Tabelle raus. Butter, better, butter, barter. Pack, peck, puck, park. Ham, hem, hum, harm. Der Sixpack der Pandora ist geöffnet. Jetzt geht's um Laute erkennen. Einmal schnell und einmal langsam. Ihr kriegt das hin. She put a carp in a cup and wore it as a cap. She put a carp in a cup and wore it as a cap. Your batter is better with butter. Your batter is better with butter. I patted the pet on part of his head. I patted the pet on part of his head. He banned Ben from making buns in the barn. He banned Ben from making buns in the barn. Übrigens, bevor ich es vergesse, natürlich habe ich jetzt Hochdeutsch mit Hochenglisch in Anführungszeichen verglichen. Ich weiß, das gibt's nicht. Ist okay, Internet, alles gut. Die Sache ist, man fährt mit diesem Laut nicht schlecht, wenn man ihn kann und vor allem, wenn man ihn ganz gut irgendwo anbringen kann, sowohl im Amerikanischen wie im Englischen Englisch. Also von daher, Gambatte. Lange Rede, kurzer Sinn, das A war für mich meine kleine Mission Impossible. Wenn ihr euch drei Dinge merken wollt aus diesem Video, dann lasst es die Kippschaukel sein für die Aussprache,
den Schwerpunkt für die englische Sprache, weil das einfach so was Grundlegendes und so was unglaublich Hilfreiches ist. Und fürs Leben, dass Männer keine Kekse sind. Ja, Scherz beiseite. In meinem Blog gibt es eine große Tabelle und noch ein paar Beispielsätze. Lauter Wörter, die ziemlich ähnlich klingen, aber sich eben in diesen Lauten unterscheiden. Wenn ihr euch einen Gefallen tun wollt, dann nehmt euch dabei auf, wie ihr das aussprecht. Ihr müsst es niemandem zeigen, ihr könnt es euch einfach selber vorspielen und hören, wie ihr es sprecht und wie es funktioniert. Viel Erfolg! Hallo neue Menschen! Ich weiß nicht, wo ihr herkommt, aber ich freue mich tierisch, dass ihr da seid. Und ich hoffe, ihr bleibt dabei, auch wenn ich jetzt plötzlich wieder anfange, Videos zu machen. Weil es auch einfach mal Zeit ist, möchte ich mich bei allen Menschen bedanken, die mir in den letzten Tagen und Wochen die Hand gehalten haben, wenn ich wieder geheult habe über diese Episode. Ob sie jetzt freiwillig das gemacht haben oder nicht, ist eigentlich egal. Danke auch fürs Testhören und fürs Beispiele gegenchecken. Ja, es ist nicht nur ein Ein-Mann-Projekt, so ein YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Erle und ihr schaut Kreschkes Aussprache. I love you. Die Überraschung in Flasche Nummer 5. Oh. Ich hoffe, niemand nimmt diese Videoschnipsel aus dem Kontext. Der Laut wird gebildet mit einer... Oh, Mops, halt die Schnauze.